Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Jetzt habe ich mich ein wenig verhaspelt, aber das ist nicht so schlimm. Wir stehen vor einem Zombie-Friedhof und sollen hier uns mal ein bisschen umschauen und die zentrale Krypta untersuchen. Das werden wir auch mal machen. Wobei das gehört auch, ja, das ist das gleichzeitig auch noch hier. Zerstückenden Hügel. Ne, das hätten wir hier gar nicht untersuchen braucht. Ich bin jetzt ein bisschen mit den Hinweisen. Das ist auf der anderen Insel und das ist da oben. Das ist der letzte Schrein. Ja, da machen wir jetzt hier eindeutig Offenbarung der Vergangenheit. Da sucht die zentrale Krypta. Okay, schauen wir mal. Ich weiß noch, hier war es ein bisschen kniffliger alleine. Ich kann mich jetzt auch natürlich vertun. So. Ahorn, mitgenommen. Okay, zu zweit kämpfen die sich hier durch. Ganz easy da natürlich. Hier ist auch mal viel los. Da erinnere ich mich dran. Oh, wir brauchen hier gar nichts machen. Wir können direkt in die Krypta. Oh, hier ist eine Scherbe, die nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir in die zentrale Krypta. Da ist ein Sack. Und unten Verkleidung. Warum nicht? Seid gegrüßt, Fremder. Ihr seid kein Kultist. Helft uns, diese Nekromanten zu besiegen. Wie? Nehmt den Stab von Arkay. Eine mächtige Waffe gegen die Untoten. Ihr müsst den Stab zuerst aufladen und ihn dann einsetzen, um die widerlichen Abscheulichkeiten zu vernichten, die von diesen Nekromanten beschworen wurden. Okay, wie lade ich den Stab auf? Die Frevler setzen finstere Magie ein, um die Toten zu erheben. Stört ihre Rituale und entfesselt diese Energie. Der Stab von Arkay wird sie in die nötige Macht verwandeln, um ihre finsteren Schöpfungen zu vernichten. Okay, aber die große Frage ist, wer seid ihr überhaupt? Zu Lebzeiten war ich eine Priesterin Arkays. Viele Jahre diente ich König Renwick. Ich war bei ihm, als die Wellenbrecher Orks hier einfielen. Wir sind gemeinsam von ihrer Hand gestorben. Der Wellenbrecher-Clan hat euch getötet? Viele sind durch ihre Klingen gestorben. Doch das ist lange her. Heute sind es die Blutdorn-Kultisten, die unsere Gräber schänden. Ich flehe euch an, sie aufzuhalten. Seid ihr die Wächterin dieses Friedhofs? Selbst nach dem Tod wache ich noch über meine Leute. Nekromantie ist Arkay ein Gräuel. Die Aura der Verderbnis wächst, während diese Diener des Wurms die Leichen meiner Landsleute schänden und aus ihren Gräbern auferstehen lassen. Ich brauche eure Hilfe, um sie aufzuhalten. Was könnt ihr mir über diese Nekromanten erzählen? Die Nekromantie des Blutdornkults verdirbt die Natur. Sie werden von Regmannen der übelsten Sorte angeführt. Verbündete von Manimarco. Aha. Sie lassen unsere Toten auferstehen, um die Orks anzugreifen. Diese Schändung muss ein Ende haben. Okay, da kümmern wir uns drum. Da ist der Stab, den nehmen wir mit. Nun, was haben wir hier? Ach, guck mal. Larissa. Ein Spaziergang? Genießt ihr die Landschaft? Larissa, was macht ihr hier? Ich erkunde nur die Insel. Ich bin auf diese netten Gesellen gestoßen, die Gräber schänden und habe beschlossen, ein paar von ihnen zu töten. Ich habe einige Roben in dieser Tasche gesammelt. Nehmt eine, wenn ihr möchtet, dass die Zombies euch in Ruhe lassen. Na, danke. Ich jage Kultisten, während ihr da mit eurem Stab herumspielt. Wenn ich noch weitere Roben finde, werde ich sie für euch übrig lassen. Diese Nekromanten sind widerlich, aber sie wissen sich gut zu kleiden. Danke. Ja, wir könnten uns jetzt verkleiden und ja, warum eigentlich nicht, wenn wir schon
Wenn wir schon so eine Verkleidung haben. Oh, das sieht doch cool aus. Guckt euch das an. So, wir müssen Partikel sammeln. Die Zombies lassen uns in Ruhe, aber werden aber auch aufmerksam auf uns. So, wir müssen jetzt... Ja, ja, ist gut. Ich glaube, wir müssen jetzt... Oh, der ist doch aufmerksam geworden. Und du auch. So, und hier können wir jetzt diese Energiepartikel einsammeln. So, unsere Verkleidung ist jetzt aufgeflogen, aber ist auch egal. Wir kämpfen uns einfach durch. Oh, hier haben wir eine Rune. Eine Machtrune. Jora. Zack, und schon liegt da. Ich bin nicht sicher, ob die das nicht hier vielleicht sogar ein bisschen leichter gemacht haben als früher. Fünf. Der Stab ist vollständig aufgeladen. Schnell, trefft mich an meinem Grabmal. Jawohl, wir sind auf dem Weg. Ich fühle die große Kraft des Stabes. Ihr habt euch gut geschlagen. Was soll ich damit machen? Der Stab wird in den Kryptenkreise der Verderbnis aufdecken. Dort lauern die Abscheulichkeiten des Blutdornkultes in Löchern verborgen, die ins Reich des Vergessens führen. Stellt den Stab in die Kreise, um diese Abscheulichkeiten in unsere Welt zu locken. Und dann vernichtet sie. Okay. Drei Abscheulichkeiten. Dann gucken wir mal, wie gehen wir denn am besten voran? Von da nach da nach da, ne? Dann gehen wir erst zu dem. Das sind die Gräber, die außen rum sind. Da können wir dann einfach am Rand entlang laufen. Da sehen wir auch schon dieses Feld, dieser Übergang. Des Hasses haben wir. Ziemlich schön ausgewichen. Das war nicht eher Zufall. So, und da ist der letzte. Das war, wer war denn das jetzt gerade? Habe ich gar nicht gesehen. Jetzt kommt noch der des Swords. Es ist vollbracht. Trefft mich am westlichen Ende des Friedhofs. Okay. Machen wir doch. Westliche Ende des Friedhofs. Hier ist es. Direkt am Wasser. Die Pervertierung meines Volkes durch die Blutdornen ist beendet. Die verehrten Toten ruhen wieder in Frieden.
Ist die Gefahr gebannt? Der Kult hatte seine gesamte Kraft in den Abscheulichkeiten gebündelt. Nun sind sie Staub und Asche. Für uns ist die Bedrohung vorüber, doch ihr seid immer noch in Gefahr. König Renwick möchte unsere Schulden bei euch begleichen. Sprecht mit ihm, erfahrt von eurer wahren Bedrängnis. Okay. Ihr habt meinem Volk seine letzte Ruhe wiedergegeben. Ich möchte meine Schuld bei euch begleichen, aber ich habe nur Informationen für euch. Was könnt ihr mir sagen? Die Wellenbrecher-Orks haben vor Generationen angegriffen. Sie haben unsere Insel genommen. Unter ihrer Herrschaft wurde das, was wir Betonien nannten, zu Betnik. Mein Versagen bei der Verteidigung meiner Leute war unverzeihlich. Doch wie ich versuchte, die Orks zu besiegen, war noch schlimmer. Was habt ihr getan? Ich habe es mit Nekromantie versucht. Ein uraltes Aileiden-Relikt liegt auf dieser Insel begraben. Die Blutdornen gieren nach seiner Macht. Betretet das Portal neben mir. Ihr werdet meinen letzten Tag durch die Augen meiner Feinde sehen. Erfahrt alles, was ihr könnt. Okay. Dann gehen wir mal in die Vision. Und wir sind ein Ork. Wie er sagte, wir sehen das aus der Sicht der Feinde. Hallo! Targoth! Der Bretonenkönig hat sich noch tiefer in der Ruine eingeschlossen. Er bereitet einen bösen Zauber vor. Was für ein Zauber ist das? Ich weiß nur, dass die Magie, die er heraufbeschwört, unsere Armee niedermetzeln wird. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird jeder einzelne Ork hier sterben. Wie halten wir König Renwick auf? Wir müssen erfahren, wie wir an den Feigenkönig herankommen und welcher Natur seine verdorbene Magie ist. Bringt die Gefangenen zum Reden. Wir haben ihre Besitztümer beschlagnahmt. Sie könnten Hinweise darüber enthalten, was sie wissen. Wie weit soll ich mit meinem Verhör gehen? Der Kodex von Mauloch ist unmissverständlich. Solange diese Bretonen ihrem König bei seiner üblen Magie helfen, bleiben sie unsere Feinde. Wenn ihr sie nur durch Worte überzeugen könnt, dann tut das. Wenn nicht? Dafür werden sie bluten. Ich habe einer Rake-Hexe diesen Talisman abgenommen. Haltet ihn gut fest und befiehlt einer der Wachen, ihren Gefangenen hinzurichten. Der Talisman wird die Seele des Toten binden und sie dazu zwingen, euch zu antworten. Ihr werdet aber nur eine Frage stellen können, Targoth. Stellt also eine kluge Frage. Erinnert mich an den Kodex der Mauloch. Stehlt nicht, greift nicht grundlos an. Kämpft mit Ehre, beschützt euren Stamm. Diese Bretonen behaupten zwar, sie hätten sich ergeben. Aber wenn sie sich weigern, uns ehrlich zu antworten, bleiben sie unsere Todfeinde. Zeugt das Ermorden unbewaffneter Gefangenen von Ehre? Sie helfen ihrem König bei seinen üblen Plänen, uns alle zu töten. Wenn sie uns nicht verraten, wie man ihn aufhalten kann, wird seine Magie uns alle auslöschen. Wir sind im Krieg, Targoth. Tut, was getan werden muss. Okay. Wir müssen also morden und foltern. Seid gegrüßt. Ihr, wie viel Blut wollt ihr noch? Antwortet mir ehrlich und ihr bleibt am Leben. Lügt mich an und ihr werdet sterben. Ihr seid in mein Zuhause eingedrungen. Ihr habt meine Leute abgeschlachtet. Warum sollte ich euch helfen, Ork? Ihr werdet uns ohnehin alle töten. So, sag mir nur, welche Magie eurer Gatte heraufbeschwört. Es sei denn, ihr seid zum Sterben bereit. Gibt es noch vermisste bretonische Ritter? Sagt mir, wie ich die Tür öffnen kann, hinter der sich Remick verbirgt. Oder ich werde eure Tochter töten. Das ist doch gut. Wesan? Nein! Sie ist doch nur ein Kind. Ihr könnt unser Kind nicht töten. Wenn ihr ihr Leben retten wollt, sagt mir, wie ich an Renwick herankomme.
Oh, Renwick, vergebt mir. Es gibt Kristalle in den Feuerschalen an der Tür. Dreht sie, um die Schutzzauber zu schwächen. Nur bitte verschont unsere Tochter. So ist das also. Grüße. Grüße. Da ist der Nächste. Ork, dafür werdet ihr bezahlen. Antwortet mir ehrlich und ihr bleibt am Leben. Lügt mich an und ihr werdet sterben. Ihr wollt mir Bedingungen diktieren, Schweinekind? Gebt mir mein Schwert zurück und ich werde euch ein sauberes Ende bereiten. Stellt eure Fragen. Belustigt mich. So. Wie ich an ihn rankomme, weiß ich. Welchen Zauber er plant. Letzten Befehle. Er hat mir gesagt, dass ich tapfer sterben und so viele von euch wie nur irgend möglich mit mir nehmen soll. Seht ihr die Leichen, die um uns herum angehäuft sind? Ich habe meine Pflicht erfüllt. Mein König ist jenseits eurer Reichweite. Wir sind fertig mit Reden. Tja, dann muss ich wohl... Kriegsrufer, lebt oder stirbt er? Helft König Renwick gegen uns, richtet ihn hin. Auf euer Geheiß wird er den Blutzoll zahlen. Schlag zu, Kind einer Sau. Lasst mich nicht warten. Boah, in die Beine hat er ihn gehauen. Warum? Warum solltet ihr ihn umbringen? Barbarische Orks! Ihr quält mich selbst im Tod. Mit diesem Talisman zwinge ich euch, mir zu antworten. Ich kann mich nicht verweigern. Sorgt besser dafür, dass eure Frage es auch wert ist, Schweinekind. Wo versteckt sich der König? Versteckt? Er versteckt sich hinter der Tür, die ihr nie öffnen werdet. Und plant euer Verhängnis, dem ihr nicht entkommen könnt. Dafür habt ihr mich getötet? Schwachkopf. Ich freue mich schon darauf, euch sterben zu sehen. Okay. Wir müssen noch seinen Plan erfahren. Das werden wir wohl hier mal erfahren. Wenn wir es hinkriegen. Schont eure Klinge, Ork. Wir haben uns euch ergeben. Okay, dann antwortet mir. Warum droht ihr mir? Unsere Insel ist jetzt euer. Verschont uns. Verschont unseren König und lasst mich die Überlebenden ins Exil führen. Ihr habt mein Wort. Als Priesterin Arkais. Ach, das ist sie. Wenn ihr dies wirklich beenden wollt, dann sagt mir, welchen Zauber euer König ausheckt. Dann hört mir zu. Arkai zwingt mich, mein Schweigen zu brechen. König Renwick ist verzweifelt. Er sucht nach einer uralten Macht, die in den Ruinen verborgen liegt. Schriftrollen so alt wie die Insel raunen von einer schrecklichen Waffe. Einem Aileiden-Relikt. Das macht diese Waffe? Sie beschwört eine Untotenarmee, die er, so befürchte ich es, nicht wird kontrollieren können. Diese Armee ist Arkai ein Greuel und sie wird nicht nur Orks töten. Ich liebe meinen König, aber ihr müsst ihn aufhalten. Aha. So. Seid gegrüßt. Hargot, unser Sieg ist nah. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Bei Maulochs rechter Hand. Mein Kriegsrufer triumphiert ein weiteres Mal. Wir werden diesen Angriff zu Ende bringen und die Bemühungen dieses feigen Königs vereiteln. Was machen wir mit König Renwick? Es zeugt nicht von Ehre, gebrochene Menschen und besiegte Ritter abzuschlachten. Wenn König Renwick sich ergibt, geht er mit seinen Leuten ins Exil. Sie sollen die Kunde von unserer Wildheit über die Meere tragen. Was ist, wenn er sich nicht ergibt? Dann werde ich ihn erschlagen. Haltet eure Klinge jenseits dieser Tür gesenkt, Thargut. Überlasst König Renwick mir. Okay, Kristalle drehen. Der erste. Zweite.
Und rein ins Heiligtum. Eileen! Verdammt, helft mir! Da ist er. Renwick, ergebt euch und ich verschone euer wertloses Leben. Bleibt zurück! Ich halte Zerstörung in meinen Händen. Magie kann euch nicht retten. Ergebt euch oder sterbt. Geht jetzt, oder ich benutze das Relikt, um euch auszulöschen. Ihr werdet meinem Volk nichts zuleide tun. Zieht Stahl! Helft mir! Verdammt, helft mir! Targoth, begrabt diesen Elfenkuschler. Der Rest kann entscheiden zwischen Exil und Tod. Okay, damit haben wir gesehen, was hier passiert ist. Und damit sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Bis dann, tschüss!